begrüße Sie hier in kleiner Runde zur Diskussionsrunde Die Zukunft der Dörfer, wie ländliche Räume für kommende Generationen attraktiv bleiben können. Hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Marc Supina, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung und ich werde jetzt ein bisschen durch die kommende Stunde leiten. Wie ländliche Räume zukunftsfest gemacht werden können, ist jetzt kein klassisches Thema, wenn man über Generationenvertrag oder Generationengerechtigkeit diskutiert, aber dennoch wollen wir das heute ein bisschen mal unter dieser Überschrift machen. Denn während viele Großstädte zu Wachstumsinseln geworden sind, viele Menschen anziehen können, droht gerade entlegenen ländlichen Räumen eine Abwärtsspirale aus schrumpfender Bevölkerung und schwindender Bevölkerung. Vor welcher Herausforderung uns das stellt und wie wir diesen begegnen können und auch die Frage, wie Lebensqualität gerade auf dem Land erhalten werden kann, auch für kommende Generationen. Darüber möchten wir heute hier diskutieren. Und zusammen möchte ich das mit denen, die hier sind. Das ist zum einen Frau Professor Claudia Neu. Sie ist seit 2009 Professorin für allgemeine Soziologie und empirische Sozialforschung an der Hochschule Niederrhein. Sie beschäftigt sich sehr ausführlich mit den Themen demografischer Wandel, Zivilgesellschaft und Daseinsvorsorge. Sie ist häufig auch als Expertin gefragt, aktuell etwa im Sachverständigenrat beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Auch dabei ist Frau Kerstin Faber. Sie ist Prozessgestalterin und Urbanistin, seit 2014 Projektleiterin der Internationalen Bauausstellung Thüringen in Weimar und seit 2012 Büromitinhaberin vom Studio Franz Faber in Leipzig. Sie hat zudem das Buch herausgegeben, Raumpioniere in ländlichen Regionen, was eine sehr lebhafte Diskussion zu dem Thema angestoßen hat. Herr Dr. Benjamin Nölting ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Zentrum für Technik und Gesellschaft bei der TU Berlin, wo er den Bereich Nachhaltigkeitsforschung leitet. Er ist zudem Studienleiter für Nachhaltigkeitsmanagement an der Hochschule Eberswalde und seine Forschungsschwerpunkte sind nachhaltige regionale Entwicklung zu den Themen Landwirtschaft, Ernährung, Landnutzung, Umweltpolitik, Energiewendepolitik, ländliche Entwicklung und Ostdeutschlandforschung. Und ich möchte jetzt auch direkt in unser Thema einsteigen. Und die erste Frage ist so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass natürlich nicht es so ist, dass alle Städte wachsen und der ländliche Raum jetzt per se auf Schrumpfkurs ist. Wie sehen Sie so die demografische Landkarte aktuell und auch welche Gründe sehen Sie dafür, dass sich doch die Regionen so unterschiedlich entwickeln? Ich würde mit Frau Neu anfangen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen. Wie Sie schon sagten, das Thema liegt mir sehr am Herzen. Die ländlichen Räume werden es in Zukunft nicht leichter haben. Wir wissen, dass weltweit die Urbanisierung voranschreitet und seit 2007 zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, soweit wir wissen, mehr Menschen in Städten leben als im ländlichen Raum. Und diese Tendenz lässt sich auch für Deutschland so eben zeigen. Sie haben schon ganz richtig gesagt, wenn wir ein bisschen schärfer stellen, dann sehen wir, dass es nicht für alle ländlichen Räume gilt, dass sie schrumpfen. Aber in der Tendenz bleibt es wohl so und wird auch vermutet, dass vor allem in Ostdeutschland nach wie vor Schrumpfungsregionen da sind. Aber selbstverständlich auch in Ostfriesland oder in anderen Vogelbergsregionen in Deutschland. Also periphere ländliche Räume sind tatsächlich die Räume, die besonders schlecht erreichbar sind, wenig Arbeitsplätze zur Verfügung stellen und in der auch die Bevölkerung deutlich altert. Also so, dass wir schon sagen können, ländlichen Räumen keine allzu positive Zukunft voraussagen zu können. Wenn wir aber natürlich die Stadt-Umland-Regionen sehen, in denen in Deutschland auch rund 13-15% der Menschen leben, dann sieht das natürlich anders aus. Eine Lebensform, die in Deutschland sehr beliebt war, aus den Städten herausziehen ins städtische Umland, dort Kinder bekommen und dann auch gemeinsam alt werden. Da deutet sich schon die nächste Krise an. Alle werden gleichzeitig alt und die Kinder sind in die Innenstädte zurückgezogen. Aber natürlich ist dort nach wie vor die Infrastruktur deutlich besser als in den entlegenen ländlichen Räumen. Das sehen Sie genauso? Also wenn man es statistisch betrachtet, ja. Wenn man dann Regionen bereist und sehr detailliert schaut, ist es dann in sich noch mal heterogener.
Also ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass unbedingt jetzt nur die Umlandgemeinden von größeren Städten noch profitieren. Es gibt tatsächlich auch sehr peripher gelegene Räume, die gut funktionieren, die auch gute Arbeitskräfte mhm. haben, also zumindest Angebote dafür haben. Es gibt aber auch, ich sehe das an kleinen und Mittelstädten, zum Beispiel jetzt sehr stark auch in Thüringen, das ist auch das Bundesland, in dem ich jetzt auch tätig bin vor allem. Da gibt es kleine und Mittelstädte, die haben durchaus richtig viel Arbeit, aber keine, also da fehlt die Attraktivität, um junge Menschen anzuziehen. Also es ist sehr, sehr, sehr heterogen gerade und von den Faktoren ist es sehr, also es lässt sich nicht so einfach so eine Schablone drüber schieben, dass man immer sagt, also die Lage ist jetzt ausschlaggebend oder die Arbeit wäre jetzt ausschlaggebend. Wir haben so ein bisschen festgestellt, dass auch sehr stark die landschaftliche und die baukulturelle Entwicklung eine sehr starke Rolle spielen. Also wenn Sie gerade in Dörfern unterwegs sind, wo sie sehr, also wirklich eine schöne bauliche Atmosphäre auch haben, dann ist da auch durchaus ein Interesse daran, von anderen, auch jüngeren Generationen, diese Räume anzunehmen. Während man, wenn sie auch jetzt also eher das platte Land haben, wo sie sehr starke, großwirtschaftliche, landwirtschaftliche Strukturen haben, jetzt auch nicht viel Großbaukultur da ist. Die Attraktivität, die bauliche Attraktivität ist gar nicht so unentscheidend. Aber auch das lässt sich nicht verallgemeinern. Es sind immer verschiedene Faktoren, die zusammenkommen, die entweder zu einer qualitativen Entwicklung führen oder eben nicht. Also das ist sehr, sehr heterogen und das betrifft natürlich oder das ist sehr stark natürlich in die eine oder andere Richtung, dann vor allen Dingen in peripheren ländlichen Räumen der Fall, wenn dann eben bestimmte infrastrukturelle Entwicklungen, der Abbau von öffentlichem Nahverkehr, das Schließen von Schulen, Abwasserprobleme etc., wenn das noch dazu kommt. Damit potenziert sich dann zum Teil eben auch eine Abwärtsspirale, die dann nicht so leicht aufholbar ist, wie das jetzt in den Städten zum Beispiel der Fall wäre. Hm. Ja. Wie Sie angemerkt haben, also jedes Dorf kann sich unterschiedlich entwickeln und nicht alle laufen im gleichen Trend hinterher. Aber trotzdem ist es so, dass gerade in peripheren Regionen ja die Mehrzahl der Dörfer eher mit Einwohnerrückgang zu kämpfen haben. Und gerade in peripheren Regionen, das ist ja nicht nur die Dörfer. Sie haben es tatsächlich auch mit kleinen und Mittelstädten okay. da zu tun. Also wenn Sie in Thüringen gucken, da ist außer Weimar, Erfurt und Jena, gibt es Schrumpfung. Also da schaltet und waltet auch der demografische Wandel. Sie haben dann natürlich also bei den Mittelstädten mittlerweile auch so einen gewissen Zuzug aus dem Umland da, gerade von älteren ja. Personen. Da geht es um Pflegeversorgungen etc. Aber der Sterbeüberschuss, also die Sterberate ist höher als dieser Zuzug. Also sie schrumpfen weiter. Also es geht nicht nur um die peripher gelegenen Dörfer. Ehrlich gesagt mache ich mir da um die Dörfer am wenigsten Gedanken momentan, sondern wir beschäftigen uns sehr stark mit den kleinen und den Mittelstädten nieder. Weil die als lokale Versorgungszentrum noch mehr verlieren könnten? Naja, es ist, sehen Sie, wenn Sie jung sind oder wenn Sie, also viele haben ein Interesse, wenn Sie tatsächlich rausziehen in den ländlichen Raum, da möchten Sie eine interessante Baustruktur haben und Land. Also weil zum Schluss, wir haben also mehrere Gespräche auch vor Ort durchgeführt, zum Schluss kommt dann doch irgendwie, wenn alles scheitert, unsere Kartoffeln können wir dann hier aber noch selber anbauen. Das ist tatsächlich gar nicht so uninteressant im Hinblick darauf, also was Beweggründe sein könnten. Das sind aber nicht die einzigen Beweggründe. Und wenn Sie in eine Kleinstadt ziehen, da sind Sie nicht so richtig Dorf. Im Zweifel mieten Sie da doch irgendwie nur Wohnraum und haben keine Freifläche. Aber Sie sind dann auch nicht wirklich die Stadt, die das kulturelle breite Angebot hat, sondern Sie sind kleinstädtisch. Also sie hängen genau dazwischen. Im Zweifel müssen sie ihre Kinder doch schon noch in andere Schulen schicken, in anderen Städten. Also sie sind also nicht wirklich draußen, aber auch nicht wirklich drinne, sondern das ist so eine Mischung. Sodass ich glaube, von der Entwicklung her viel mehr Arbeit in diesen kleinen und Mittelstädten noch passieren müsste, als tatsächlich in den Dörfern. Aber das, worauf wir, also gerade auch bei der Internationalen Bauausstellung in Thüringen jetzt im Grunde gucken, ist, das gemeinsam zu betrachten. Also wir arbeiten mit diesem Griff Stadt-Land, um zu schauen eben, also wie können sich beide da auch wieder stärker miteinander befruchten? Wo sind die Beziehungen gekappt? Wo kann man neue Beziehungen entwickeln? Das ist das, woran wir gerade arbeiten. Okay. Herr Nölting, sehen Sie etwas Trends, die wir gerade haben, die auch eine gewisse Wende herbeiführen könnten? Also dass wir vielleicht in einigen Jahren nicht mehr vom schrumpfenden ländlichen Raum sprechen, sondern eher auch wieder Wachstum organisieren müssen in diesen Regionen, weil wir Zuwanderung haben, wo die Leute dann zu neuen Landbewohnern, zu Nachbarn geworden sind und ja diesen Regionen zu einer Trendwende herbeigeführt haben, oder wir eine Digitalisierung erleben, dass die Leute auch in peripheren Regionen arbeiten können und das auch in einer Wissensgesellschaft?
Ich glaube, die Trends, die im Moment dominant sind, die sind schon sehr stark und die werden sich so schnell nicht ändern. Aber was interessant ist, ist so die Überlagerung verschiedener Trends, um die es auch geht und die ja dann auch die Vielfalt der jeweils lokalen Entwicklungsmuster vielleicht zum Teil miterklären können. Also demografischer Wandel, dann gibt es eben so peripher zentrale Strukturen, es gibt ökonomische Entwicklungstendenzen, es gibt Infrastrukturentwicklungen, die zwar oft politisch getrieben sind, aber dann auch ökonomisch getrieben sind und die dann ja, zum Teil ein sehr vielfältiges Muster ergeben können und trotzdem sich oft dann in bestimmten Bereichen auch gegenseitig bestärken. Und das ist, glaube ich, in peripheren ländlichen Räumen der Fall. Und deshalb wird es für die weiterhin, glaube ich, so die Entwicklung so ähnlich weitergehen, wie es im Moment der Fall ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass selbst wenn es jetzt Zuzug durch viele Flüchtlinge gibt in Europa, dass diese Kräfteverhältnisse zwischen Stadt und Land oder peripheren ländlichen Räumen und Zentren tatsächlich komplett verändern wird und auch ökonomische Muster. Deshalb bin ich mir da nicht so sicher. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es andere Vorstellungen von Lebensqualität, dass die das so ein bisschen aufbrechen können. Also ein bisschen so, was Sie gesagt haben gerade. Ich kann mich selber versorgen, mir kommt es auf die Baukultur an. Es gibt unterschiedliche Vorlieben. Vielleicht gibt es ja auch, also ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch bestimmte Gruppen, die gerade das kleine Städtische dann gut finden. Und ich kann mir vorstellen, also gerade auch mit mehr Mobilität und individueller Mobilität, dass es auch attraktiv ist, im ländlichen Raum vielleicht nicht den Wohnsitz, aber einen weiteren Wohnsitz zu haben und dass es dadurch so ein bisschen aufgemischt wird. Das ist natürlich auch begrenzt, aber es gibt ja Urlaubsregionen, wo sich Leute einkaufen, die sich stark gewandelt haben dadurch, vielleicht auch durch Tourismus. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das die Probleme lösen wird für periphere ländliche Räume. Wenn man jetzt sagt, die Schrumpfung ist ein Problem, also bestimmt für die Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort, die eine geringere Daseinsvorsorge dann genießen können oder eine zurückgehende Daseinsvorsorge, mit der konfrontiert sind, für die ist es schwierig. Wird schwieriger, aber aber das ist doch eigentlich die große Herausforderung. Also wir sehen ja, dass die jungen Leute sich aufmachen, in die Städte gehen, die Alten eher zurückbleiben. Und gerade diese ältere Bevölkerung bräuchte ja eigentlich ein altersfreundliches Umfeld. Das heißt, gute Ärzteversorgung, gute Pflegeangebote, fußläufig erreichbare Nahversorgung, guten öffentlichen Nahverkehr, um noch Teilhabe zu haben. Und eigentlich sehen wir, wenn wir ehrlich sind, genau das Gegenteil. Die Versorgung dünnt aus, die Versorgung wird schlechter, die Wege werden weiter. Und besonders Ältere laufen Gefahr, dass sie irgendwann anfangen müssen, der Versorgung hinterherzuziehen, damit sie in der Nähe ihres Arztes wohnen. Ist das eine Entwicklung, die wir beeinflussen sollten? Oder ist das etwas, wo man sagen kann, okay, das stärkt dann auch die Klein- und Mittelzentren in diesen Regionen, weil sie dann von dem Zuzug aus ihrem Umland sich stabilisieren könnten? Ich würde gerne noch einen Satz ergänzen zu der vorhergehenden Frage. Also ich fürchte einfach, dass die Demografiedebatte und das, was wir jetzt diskutieren durch die Flüchtlingszuzüge, sehr stark in eine bestimmte Richtung gedreht wird, dass Bürgermeister jetzt ganz zu Recht, und ich verstehe auch warum, hoffen, dass die Infrastruktur in dem Moment erhalten bleibt, dass die Schule nicht geschlossen wird, weil jetzt syrische Flüchtlingskinder da sind, dass der nächste Nahversorger nicht schließt, weil jetzt ja auch eingekauft werden muss. Das ist aber im Moment nur ein Placebo, ein Effekt, denn alles, was wir wissen aus der Migrationsforschung, gibt es Migrationsketten und die Menschen bleiben nicht in diesen Regionen, zumal es auch keine Arbeit gibt. Also wie sollen wir sie beschäftigen? Wir können sie nicht versorgen und wir können sie auch nicht beschäftigen. Und es gibt natürlich auch ein Eigeninteresse der Menschen, sich dahin zu bewegen, wohin sie gerne selber ziehen möchten. Also es wäre mir sehr daran gelegen, nicht diesen U-Turn mitzumachen, zu sagen, Demografie ist doch jetzt gar kein Thema, wir haben das doch jetzt endlich gelöst und die bekommen auch alle mehr Kinder. Also eigentlich sind wir doch jetzt endlich durch mit dem lästigen Thema.
Nein, das nicht. Aber Ihre Frage war, was machen wir jetzt eigentlich? Ziehen die Senioren, beschleunigen wir nicht diesen Trend dahingehend, dass jetzt auch die Senioren in die Mittelzentren ziehen und das dann doch eigentlich schön wäre? Ja, warum nicht? Ich glaube aber, dass es so nicht kommen wird, denn nach meinen vielfältigen Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern wäre es schön und viele Menschen würden sich wünschen, sie könnten ins nächste Mittelzentrum ziehen, aber sie haben keine finanziellen Mittel. Und da ihr Grund und Boden nichts mehr wert ist, da haben sie auch nichts mehr, was sie noch einsetzen könnten, um einen Platz im Seniorenheim ergattern zu können. Also ich glaube eher, dass es eine Form von weiterem Verfall geben wird, dem sehr viele Menschen, die über keine großen finanziellen Mittel verfügen, ausgesetzt sein werden. Also das klassische Zimmer, wo dann die Seniorin oder eben demente Frau in einem Zimmer sitzt, ist mir schon das ein oder andere Mal begegnet. Und da spielt natürlich der Verfall der Bodenpreise eine entscheidende Rolle. Also es wäre schön und ich fände das auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagen würde, wir können Mittelzentren stärken. Ich habe aber Bedenken, ob es gerade in peripheren Regionen so weit kommen wird. Und ich glaube, auch in altindustriellen Regionen kann das durchaus sein, weil auch da ist das nichts mehr wert. Und ob wir dann alle in Seniorenheimen sein werden, ich glaube, es klappt nicht. Ich würde gerne auch noch mal auf dieses Thema, was wir jetzt mit der Flüchtlingskrise und ich sage keine Krise nicht wirklich, also mit den Flüchtlingen im Grunde genommen haben. Wir haben vor kurzem oder wir hatten im September eine Veranstaltung auch in Thüringen in einer Kleinstadt und genau zu diesem Thema und wir hatten da so ein bisschen zu Anfang Sorge, dass wir zu viele besorgte Bürger da vielleicht bei der Veranstaltung hatten und waren dann um ein Vielfaches positiv überrascht, dass gar nicht diese Frage aufkam, wie viele kommen denn, sondern die Frage aufkam, wie viele werden denn bleiben. Also das ist die Frage, was gerade Klein- und Mittelstädter auch betrifft, weil es tatsächlich Arbeit gibt. Also ich kenne, also das, was ich da sehe, ist, also es gibt in diesen Räumen zum Teil mehr Arbeit als in den größeren Städten. Die Arbeitslosigkeit ist da auch geringer. Nun ist es aber so, dass wir in einer Zeit leben und deswegen dieser permanente Wandel, also es ist der demografische Wandel, ist ja nicht die Ursache dieser ganzen Entwicklung, sondern nur ein Symptom. Also erst mit der Industrialisierung, jetzt haben wir das Thema der Digitalisierung, also auch unser Wertewandel. Also man kriegt eben mit Anfang 20 eben nicht mehr die Familie, die Kinder. Das ist natürlich ganz unterschiedliche und andere Formen von ja, Lebensstilen und Modellen und auch Arbeitsmodellen gibt, die eben nicht immer damit übereinstimmen mehr, was auch angeboten wird. Deswegen geht man ja auch in größere Städte, weil es dort natürlich mehr Angebote gibt, auch Arbeitsangebote, verschiedene, also in der Breite gesehen. Aber Tatsache ist, dass wir es erleben, dass Unternehmen gerne aufstocken möchten, dass es Technologie- und Weltmarktunternehmen in ländlichen Räumen gibt, die also an vorderster Front arbeiten und aber eben tatsächlich jetzt noch nicht tatsächlich unter Fachkräftemangel leiden und auch noch nicht das Problem haben, dass es zu wenig Auszubildende gibt. Aber die Auswahl wird immer kleiner. So, das ist das, was zumindest jetzt schon da ist. Und die sind natürlich unglaublich interessiert daran, ja, ist auch die Menschen, die da jetzt kommen, die zum Teil wirklich sehr motiviert sind, die auch ausgebildet werden wollen, die auch studiert werden wollen, dass diese Menschen ein Interesse haben. Aber Tatsache ist eben auch, dass viele Flüchtlinge mit einer Vorstellung auch kommen, selber auch aus Großstädten natürlich kommen. Da ist es schwer, wenn sie dann in eine Kleinstadt kommen oder gar in ein Dorf kommen, was natürlich mit Arbeits- und Lebensstilen zu tun hat, die man dann gar nicht gewöhnt ist oder das gar nicht die Perspektive ist, wo man eigentlich hin möchte. Zumal es natürlich dann auch Generationen gibt, die vor ihnen schon geflüchtet sind. Das heißt, es gibt Kontakte in Großstädte, dann da gibt es die Sprache, die man spricht. Man zieht natürlich auch der Sprache dann so ein bisschen hinterher. Also die Kunst wird darin liegen, auch selbst für diese Menschen attraktiv zu sein und ihnen eine Perspektive zu geben. Und das kann man aber per se dann auch auf alle anderen im Prinzip stricken. Also da Varianten, Modelle zu entwickeln und vielleicht Antworten darauf zu finden, das ist das, woran wir arbeiten müssen, im Grunde genommen. Also es ist definitiv eine Chance, aber ich sehe es genauso wie Frau Professor Neu, es wird das jetzt nicht kompensieren. Also wir werden jetzt nicht im Ländlichen jetzt wachsen, weil wir jetzt alle da halten können. Also die praktisch ihr Asylrecht hier bestätigen, da ist, glaube ich, ein großer Teil, der dann weiterzieht, im Grunde genommen. Also Sie sehen zumindest die Chance, dass wenn sich lokale Unternehmen, wenn sich der Bürgermeister, Politik da bemüht, das auch als... Und die Bewohner vor Ort, absolut. Und sie die Zeit nutzen, die sie einfach haben, weil die Flüchtlinge werden ja erstmal zugeteilt, sind erstmal eine Zeit da und wenn man die schnell genug an sich binden kann, von den Vorteilen überzeugen kann, vielleicht auch in einer Kleinstadt zu leben,
dass dann einige da bleiben. Und am einfachsten ist es mit Familien. Also das kriegen wir aus Gesprächen mit, dass so sehr viele Gemeinden im ländlichen Raum sehr dankbar dafür sind, wenn sie Familien bekommen. Über Familien, über Kinder kommt man im Grunde genommen eigentlich dahin, dass stärker Kontakte aufgebaut werden. Also so eine Integration, ich mag diesen Begriff eigentlich gar nicht, aber wirklich, also dass sie wirklich schneller Teil dieser Gemeinde im Grunde genommen werden und sich dann vielleicht eher überlegen, ob sie da bleiben oder weiterziehen. Okay, also da sehe ich, dass ein bisschen hier Einigkeit besteht, dass das die Chance da ist, dass die Räume einige Leute gewinnen können, dass es aber nicht eine Trendwende herbeiführen wird oder sehr wahrscheinlich nicht wird, das kann man natürlich nie genau wissen. Dann bleiben wir also bei der Frage immer noch mit der Versorgung. Also wir wissen, dass viele herkömmliche Versorgungskonzepte nicht wirklich gut funktionieren unter Schrumpfbedingungen. Wir haben auch noch nicht die Ideen von Konzepten, die das können. Also wie öffentlicher Nahverkehr, wie Nahversorgung, wie ärztliche Versorgung und so weiter mit weniger Menschen auch flächendeckend da sein kann. Können wir das erreichen? Und nochmal die Frage, was bedeutet das eigentlich vor dem Hintergrund der Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen? Also ich finde es ganz gut, auch ruhig diese ganz großen Fragen aufzumachen und zu sagen, haben wir das? Offiziell gibt es das als Ziel, aber in der Realität, glaube ich, gibt es das nicht, dass tatsächlich also gleichwertige Lebensverhältnisse bestehen, das auf keinen Fall, dass das angestrebt wird. Vielleicht, aber es gibt auch ganz mächtige Trends, die dagegen arbeiten, dass es eben bei der Infrastrukturversorgung oder Versorgung durch Infrastrukturen und so, dass es da ganz klar auch Muster gibt. Und ich würde auch sagen, bereits in Städten gibt es bestimmte Bereiche, die sind besser ausgestattet mit Infrastruktur und andere sind schlechter ausgestattet. Das hat was mit Wirtschaftskraft zu tun, das hat was mit Machtverhältnissen zu tun. Und dann gibt es eben Hotspots und Coldspots der Infrastruktur und der Versorgung. Das ist nicht unbedingt nur eine Frage der peripheren ländlichen Räume. Da spitze ich das natürlich zu. Und deshalb finde ich das schon gut, auch dieses Thema wieder aufzugreifen, zu fragen, wollen wir das noch? Was sind wir auch bereit, dafür zu investieren? Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Gerechtigkeit, das finde ich sind Grundfragen der Demokratie. Das ist wichtig, das immer wieder neu auf den Tisch zu bringen und zu verhandeln und sich dann auch zu fragen, was wollen wir eigentlich? Und da würde ich dann sagen, da ist es spannend, sich immer wieder zu fragen, was verstehen wir unter Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse? Was für eine Art von Versorgung brauchen wir, wollen wir? Muss man die immer messen in Pro-Kopf-Versorgung oder in Euro pro Kopf oder Hausärzte pro, was weiß ich, Kilometer oder Familie oder Erreichbarkeit? Weil ich glaube, dass das nur Krücken sind, um dann die Qualität tatsächlich einer Nahversorgung deutlich zu machen. Und manchmal kann das vielleicht privat viel besser funktionieren als durch eine öffentliche Daseinsvorsorge. Es soll aber auf keinen Fall heißen, dass damit die öffentliche Hand oder der Staat dann aus seiner Verantwortung entlassen wird. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sich überlegen, wie kann man das leisten, wenn man eine sehr aufwendige Infrastruktur für sehr wenige Leute dann versucht bereitzuhalten. Und da finde ich es gut, wenn man darüber diskutiert und sich überlegt, wie kann man es machen. Und die Diskussion ist ja auch schon eine ganze Weile in Gang. Und es gibt wenig Patentrezepte, aber ich glaube, es tut sich immer mehr und es ist auch schon deutlich über diese Modellprojekte hinausgekommen, was Versorgung, was auch alternative Konzepte der Versorgung angeht. Also ein Beispiel ist die Wasser- und Abwasserinfrastruktur, Siedlungswasserwirtschaft in Brandenburg. Die haben enorme Probleme gehabt, haben sie immer noch, sind total überschuldet, die einzelnen Versorgungsabwasserbetriebe. Und da hat es jetzt in Brandenburg einen längeren mehrjährigen Prozess, Leitbildprozess zur Siedlungswasserwirtschaft gegeben. Und dass sie das einerseits überhaupt angepackt haben, dieses Thema,
in dem man sich nur die Finger verbrennen konnte, das politisch absolut tot ist, da kann man nur Schiffbruch erleiden damit, dass sie das angepackt haben, dass sie das geöffnet haben, dass sie da einen gesellschaftlichen Diskurs hingekriegt haben und eine Diskussion darüber, was wollen wir eigentlich und wie wollen wir es machen und wo wollen wir hin. Das ist, finde ich, eine große Leistung. Und das zeigt aber auch, dass man eben über diese Modellprojekte rauskommen kann und dass ganz viele ja auch den Problemdruck haben und sehen und sagen, wir müssen uns was Neues überlegen, wir müssen da uns gemeinsam überlegen, in welche Richtung es weitergehen kann. Und da tut sich, glaube ich, in einigen Bereichen was und in anderen eben noch nicht. Also Ihrer Meinung sind wir auf einem guten Weg, da einige Konzepte oder Ideen so weit zu kriegen, dass sie auch in die Fläche getragen werden können? Sehen Sie das genauso, nee, Frau Neu, oder glauben Sie, dass es da noch an den Rahmenbedingungen hapert? Und ich würde unterscheiden zwischen dem, was tatsächlich vor Ort passiert, ja, und wie viele Kommunen sich auf den Weg gemacht haben, wenn der Problemdruck da ist. In den vergangenen Jahren bin ich auch häufiger in Süddeutschland unterwegs gewesen und da spürt man diesen Problemdruck einfach gar nicht. Und dass das alles nur, was in Ostdeutschland stattfindet. Und also wenn Bürgermeister Angstschweiß auf der Stirn bekommen, wenn das Wort demografischer Wandel fällt und man sich mit diesen Konzepten überhaupt nicht beschäftigen will, auch das Thema Alterung nicht mal an den Mann und die Frau zu bringen ist, dann sehe ich da große Unterschiede, weil einfach Problemdruck da sein muss in Ostdeutschland, sehe ich aber sehr, sehr viele Konzepte. Und also ich kann dem nur zustimmen, die Wasserwirtschaft Diskussion ist wahnsinnig mutig gewesen, ganz haarig und hat wunderbar geklappt. Und ich kenne auch viele andere Gemeinden, die da wirklich prima vorangegangen sind. Aber es gibt da einen Unterschied zwischen dem, was auf lokaler Ebene passiert und was politisch gewünscht ist, beziehungsweise wie die politische Kommunikation läuft. Und wir haben in Deutschland einen sehr, ich möchte fast sagen, tragische Verquickung von einer Demografisierungsdebatte und einer Ökonomisierungsdebatte. Und Demografisierungsdebatte bedeutet, da ist ja sowieso keiner mehr. Weniger Menschen brauchen weniger Infrastruktur. Und das koppelt sich an die, das können wir uns nicht mehr leisten, Diskussion. Und das heißt, wir landen am Ende bei der unerfreulichen Debatte, dass es nur noch um Mindeststandards geht. Also wie wenig darf es denn am Ende sein? Und was dürfen wir denn jedem Bürger noch geben? Wie lang muss der Weg zum nächsten Arzt sein? Ist eine Tagesreise eigentlich schon zumutbar? Wie lange muss ich auf den Zahnarzttermin warten? Ich finde, das ist die falsche Richtung der Diskussion. Wir kommen da nicht weiter, weil Mindeststandards, ein Minimum können wir, darüber werden wir nie ein Ende finden. Und ich glaube, wir sind ein so reiches und auch kreatives Land, dass mehr gehen muss als das Minimum. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, sich darauf zu besinnen, was, wie Benjamin Mölting auch gesagt hat, was eigentlich Gleichheit und Gerechtigkeit denn bedeuten könnten unter gewandelten Bedingungen. Und nicht, wie wenig können wir denn jetzt eigentlich, oder wie weit geht es denn noch runter? Wann macht denn der Letzte das Licht aus? Und vielleicht noch als Letztes, es wird immer so getan, dass diese Form von, ja, Peripherisierung, Abkopplungsprozesse ohne politische und soziale Folgen bleiben würden. Das stimmt ja gar nicht. Also wir höhlen ja auch Teile der Demokratie damit aus, dass wir ganze Räume, wie gesagt, unkontrolliert und ohne Sicherheitsstandards so laufen lassen. Das stimmt ja nicht, dass das nichts kostet. Und auch der Letzte macht noch ganz, ganz lange nicht das Licht aus. Also wie kann ich Partizipation, Teilhabe unter geänderten Bedingungen realisieren? Das sind die Fragen. Ich kurz nochmal nachhaken darf. Also Sie sagen, die Diskussion sollte nicht darum gehen, was sind eigentlich die Mindeststandards, was ist so der Boden, auf dem wir uns irgendwann wiederfinden und den, genau, wir irgendwie halten wollen. Aber um was sollte die Diskussion dann genau gehen? Also praktisch, wie, wenn wir uns darauf einigen, eine gewisse Gleichwertigkeit, wie wir sie jetzt auch immer ausgestalten, halten zu wollen, wie erreichen wir das praktisch? Wir müssen definieren, was sind die Infrastrukturgüter, die Daseinsvorsorgeleistungen, die für alle Menschen gleich sind. Das heißt, und Gleichheit bedeutet in dem Zugang. Wie kann ich eigentlich Zugang für alle Menschen zu bestimmten Daseinsvorsorgeleistungen ermöglichen? Im Sinne auch der Skandinavier, die sprechen ja über Exzess. Und wie kann das sein? Und dann muss ich nicht mehr überall den Bus fahren lassen. Ich kann aber vielleicht bestimmte andere, ich kann einen Taxigutschein ausgeben, dass ich dann ein Taxi anrufe. Es geht nicht um den liniengeführten Bus. Also die Situation ist, wie kann ich Zugang neu regulieren. Wenn ich aber natürlich nicht mal überall Breitband hinbekomme, dann kann auch unsere beliebte Schwester Agnes via Mail nicht in ins letzte Dorf kommen. Also es geht darum, dass wir die Frage anders stellen müssen, nämlich wie können wir Zugang auch in Zukunft so für alle Menschen möglich machen, dass auch eine Wahlurne noch im letzten Dorf steht. Wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass wir
Versorgung jetzt nicht mehr nur im Reinen von Struktur, sondern einfach in Leistung begreifen müssen und dass wir einen Zugang haben sollten und dass es nicht überall da sein muss. Und dann kommen ja ganz schnell dann halt auch alternative Ideen wie Einbindung von privaten Autoverkehr in Mobilität oder dezentrale Abwasserentsorgung. Wie weit ist eigentlich die Politik, auch die Freiräume und die Gestaltungsspielräume so zu erweitern, dass die Leute diese Ideen, die sie vielleicht haben, auch umsetzen können? Oder sehen Sie da irgendwo noch Hürden oder Hemmschwellen? Naja, also ich weiß jetzt nicht, von welcher Politik Sie da an sich genau sprechen. Ich kann Ihnen ja mal da, also was, wir haben ja vorhin schon mal kurz den Begriff Bürgerbus gehabt. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es einen Dachverband, den Pro-Bürgerbus Nordrhein-Westfalen. Das Interessante in Nordrhein-Westfalen ist, dass da allein über 100 Bürgerbusvereine von den über 200, die es deutschlandweit gibt, existieren. Und das hängt auch vor allen Dingen damit zusammen, weil die Landesregierung dort verstanden hat, dass das eine gute Sache ist, die man unterstützen muss. Also man muss es ermöglichen, dass die Menschen, die bereit sind, für ihre eigene Lebensqualität etwas zu tun und sie mitzugestalten, die muss man unter die Arme greifen. Und deswegen kriegen die Bürgerbusvereine dort jährlich eine Organisationspauschale von 5.000 Euro, kann man auch alles auf der Webseite nachlesen. Sowie, ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie jetzt die volle Anschaffung oder nur anteilig, aber die Anschaffung von den ersten drei Kleinbussen im Grunde genommen. Und das ist eine gute, also das ist im Prinzip diese Form von, wenn man sagt, den Zugang ermöglichen, also nicht nur zu fragen, wie können vielleicht auch staatlich alternative Versorgungsstrategien aussehen, sondern wie können auch zivilgesellschaftliche und staatliche, also gemeinsam im Prinzip Versorgungsstrategien aussehen. Und das ist dann interessant. Wichtig ist immer dabei zu schauen, dass man den Bürgern oder den Bewohnern dort nicht etwas überstülpt, wo man sagt, ihr müsst das jetzt selber machen, sondern man muss im Prinzip motivieren oder Motivationsstrategien entwickeln und schauen, ob sich dann tatsächlich dann so eine kritische Masse an Aktiven dann auch bildet, die Interesse haben und es auch wollen. Beziehungsweise man muss gucken, ob da nicht sowieso schon die ganze Zeit etwas blüht, was man aber so gar nicht entdeckt hat, um es dann eben mit Strategien, mit staatlichen, politischen Strategien zu unterstützen. Aber das ist jetzt, also was jetzt in Nordrhein-Westfalen, was ich da jetzt an Beispiel gerade erzählt habe, das ist so eine Strategie, wo ich denke, das ist genau diese Form von Kooperationen, die, glaube ich, sehr sinnvoll sind in verschiedenen Regionen. Wichtig ist aber eben an der Stelle, und das ist, da bin ich komplett bei Ihnen, also was nicht passieren darf, und das ist aber das, was es eigentlich schon passiert, dass sich die Politik eigentlich zurückzieht aus diesen Räumen. Und zwar alle großen Parteien ziehen sich da zurück, weil es ist eben kein einfaches Thema. Damit gewinnt man keine Wählerstimmen, wenn man da sagt, naja, wir müssen uns jetzt hier mal über Alternativen im Schulsystem oder vielleicht Alternativen im Nahverkehr unterhalten oder die Abwasserfrage. Großes, großes Thema in vielen Bundesländern. Brandenburg hat doch erst alles zentralisiert. Ich finde es interessant, dass es jetzt, aber das ist ja super. Also wenn da auch auf politischer Ebene diskutiert wird. Also ich glaube, das, was passieren muss, ist, dass es eine viel stärkere Debatte darüber eigentlich tatsächlich geben muss, welche politischen Strategien möglich sind, im Grunde genommen, um dann eben vor Ort Engagement, Aktivitäten zu unterstützen. Und das gibt es selten, ehrlich gesagt. Also ich merke das, wenn ich rumtoure durchs Land, auch in Baden-Württemberg. Also ich merke das in Baden-Württemberg, das ist schon so, dass man sich da Gedanken da über das Thema Demografie macht. Sie merken auch, dass sie, die haben ja noch eine relativ kleinteilige Landwirtschaft, aber die merken, dass die Hofnachfolge, das ist ein großes Thema, es gibt wenig Interesse. Das ist also Land auf, Land ab, merke ich einfach, dass also auch das Vermitteln von positiven Beispielen tatsächlich, von Kooperationsvarianten, ist ein ganz entscheidender Moment. Also die Aufklärung dahingehend ist ein ganz entscheidender Moment, um vor Ort vielleicht Aktivitäten auch zu generieren, mitzugenerieren. Und so etwas mit zu moderieren, so etwas mit zu organisieren, das wären Instrumente zum Beispiel, die Politik zur Verfügung stellen könnte. Es wird der aktive Bürger gesucht, ja. Aber der Engagement braucht Infrastrukturen, ja. Und braucht Öffentlichkeit. Wir haben es aber zum Teil, und das bin ich ganz bei Benjamin Nöltin, das ist überhaupt keine Frage der ländlichen Räume. Ich lebe jetzt wieder am Niederrhein, wenn Sie da in Duisburg aussteigen oder in Mönchengladbach, da haben Sie die Verwahrlosung des öffentlichen Raums potenziert. Da ist es in Brandenburg ja noch schön. Aber natürlich finden wir eine Verwahrlosung des öffentlichen Raums, in dem ja auch niemand sich mehr treffen möchte. Und ich appelliere an eine
mittelschichtsorientierte Bürgergesellschaft, die es gewohnt ist, sich in Vereinen zu organisieren, sich in Kneipen zu treffen, wo es eine aktive und wo es auch eine lebendige Öffentlichkeit gibt. Aber für diese Öffentlichkeit brauche ich Infrastruktur. Und die genau werden ja auch in Duisburg abgebaut, in Mönchengladbach abgebaut, die werden auch in der Uckermark abgebaut. Also es gibt keine Gastwirtschaft mehr. Wo trifft sich dann also Zivilgesellschaft mehr? Dort gibt es oft nicht mal einen Ort, wo nach der Beerdigung noch ein Kaffee getrunken werden kann. Also wo soll all dieses stattfinden? Die Politik appelliert also an etwas, dessen Grundlagen sie selber unterminiert hat. Ja, wobei... Es kann ja dann auch nicht immer Aufgabe der Politik zu sein, auch noch die Gastwirtschaft bereitzuhalten. Aber das ist, das bringt es ja auf den Punkt. Es ist auch so ein Henne-Ei-Problem, wenn wir jetzt sagen, wir suchen nach Alternativen und um Alternativen sich vorstellen zu können, um eine bewusste Auswahl treffen zu können, braucht es eine funktionierende Gesellschaft. Und eine funktionierende Gesellschaft ist natürlich auch auf eine gute Nahversorgung und Infrastruktur und so angewiesen. Genau. Sonst kann sie eben nicht gut funktionieren. Und damit ist es praktisch so ein Teufelskreis, nicht? Und wie kann man den durchbrechen? Und auf der anderen Seite, das hatten Sie ja vorhin schon angedeutet, nicht? Sie gucken sich an, wo funktioniert was? Und dann sieht man eben, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass eben auch gesellschaftliche Strukturen da funktionieren, dass es sind manchmal nur wenige Köpfe, die da Netzwerke auch in Gang bringen, die dann auch die Politik mit einspannen können, die von der Politik auch was einfordern. Und da klappt es dann, aber es ist natürlich unheimlich schwierig, wenn man so gegen so ganz große Trends versucht, dann mit bürgerschaftlichem Engagement und auf zivilgesellschaftlicher Ebene dann da was zu reißen. Und es gibt ja auch, was weiß ich, in Niedersachsen, also es gibt ja auch Regionen, ländliche Regionen, die haben alles richtig gemacht und das, was man vor 10, 20 Jahren gesagt hat, so müsst ihr es machen. Und das haben sie eben um 10, 20 Jahre vielleicht rausgeschoben, aber jetzt holen sie diese Trends eben doch ein. Nicht? Und deshalb ist es nicht einfach, aber ich denke, das ist ein ganz zentrales Element, dass man gesellschaftliche Strukturen, funktionierende gesellschaftliche Strukturen braucht. Und da würde ich sagen, da bin ich dann manchmal in Sorge, dass das eben leider auch sehr gut klappt, Gegengesellschaften sozusagen aufzubauen, wo man dann sagt, wir organisieren Netzwerke, soziale Netzwerke, die aber dann mit einem Weltbild, mit einem rechten Weltbild gekoppelt sind, wo man sagt, nee, das hat mit einer demokratischen Gesellschaft nichts zu tun. Aber die haben Erfolg, weil sie was machen, weil sie solche Netzwerke auch knüpfen können. Also das ist ein bisschen die Gefahr, die man hat, wenn der Staat eine Lücke lässt, weiß man nicht, wer sie schließt. Und dann sind auf einmal Akteure dabei, die man vielleicht da nicht wollte. Da würde ich die nächste Frage auch ein bisschen einschließen. Ja. Also natürlich gibt es so ein Wechselspiel. Also die Dörfer oder die Regionen, wo eine aktive Zivilgesellschaft ist, wo es viele Vereine gibt, wo die Leute sich engagieren für ihr Lebensumfeld, wo sie vielleicht einen Dorfladen gründen und so weiter, denen geht's gut. Die entwickeln sich vielleicht demografisch auch günstiger und die sollten auch gefördert werden. Aber was machen wir eigentlich mit den Regionen, wo sich das alles nicht wecken lässt, wo vielleicht die Leute, die potenziell sich noch engagiert haben, schon längst weg sind, wo nur noch einige zurückgeblieben sind und mit denen lässt sich das alles nicht mehr initiieren? Welche Antwort sollte da gegeben werden? Oder lassen wir diese Dörfer dann einfach oder die Region vor sich hin darben? Das ist eine politische Entscheidung. Und die Konsequenzen müssen wir dann auch dafür tragen. Es kann ein klares politisches Bekenntnis dazu geben, dass wir diese Regionen eben nicht anheimfallen lassen und eben auch nicht einfach brachen da lassen und dann am Ende sagen, oh, wir haben es gar nicht kommen sehen. Das ist ein politisches Bekenntnis, ob wir diese Regionen weiterhin entsprechend unterstützen wollen. Und wie ich eben gesagt habe, haben wir ja einen deutlichen Paradigmenwandel gehabt. Also die alte SPD, der alte SPD-Reflex, es gibt irgendwie Benachteiligungen, also tun wir was dagegen und versuchen dann, die Benachteiligungen zu beseitigen. Die läuft ja jetzt genau andersrum. Wir stärken, stärken und schwächen, schwächen und dann wird sich das irgendwie erledigen. Na, der Traum war ja eigentlich, dass die Stärken die Schwachen mitziehen. Aber das hat sich ja nicht, das hat sich ja in keinster Weise für Deutschland so bewahrheitet. Also was tun wir? Ich würde sagen, ein klares Bekenntnis dazu, dass diese Regionen eben nicht anheimfallen. Natürlich kann man auch, da habe ich gar kein Problem mit, über Entsiedlung oder Absiedlung, wie es neuerdings heißt, sprechen. Es darf dann aber auch klar gemacht werden, was diese Absiedlung kostet.
dass kein Bürgermeister jeder rangehen wird, weil das ist unendlich teuer. Und den Zirkus, den er dann da hat, durften wir uns angucken in den Bergbauregionen. Und deswegen ist dieses Thema politisch gar nicht vermittelbar. Natürlich können wir darüber sprechen, dass es sich vielleicht lohnen könnte, Menschen Geld zu geben, dass sie ins nächste Mittelzentrum ziehen können. Halten wir das als Demokratie aus? Ja, ich würde sagen, ja. Also warum nicht auch über Absiedlung sprechen? Ich glaube aber, dass sich das nicht durchsetzen lassen wird, weil es einfach extrem teuer ist, weil Schrumpfung teuer ist. Und natürlich der Bürgermeister danach nie wieder gewählt wird, deswegen wird er das Thema auch nicht ansprechen. Oder nur die ganz, ganz Mutigen. Dann nochmal eine Frage, wenn Schrumpfen teuer ist und Wachsen teuer ist, wie man das hier auch in Berlin sieht, wie nachhaltig ist das eigentlich, dass wir in Berlin oder in diesen Wachstumsinseln die letzten Grünflächen zubauen müssen, während 50 Kilometer vor der Stadt wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir den Leerstand abgerissen kriegen? Sollte es nicht viel eher eine Diskussion darum geben, wie wir einen Ausgleich schaffen? Also müsste es nicht Anreize geben, die Leute wieder ein Stück weit raus aus diesen doch sehr schnell wachsenden Regionen zu kriegen, um die Anpassungsdruck sowohl bei Wachstum als auch bei Schrumpfen etwas abzumildern? Wenn man Angebote schafft, und es gibt eben noch nicht so viele Angebote, aber wenn man sie schafft, wenn man Qualität schafft, dann glaube ich, ist das gar nicht das Problem. Dann müssen wir uns darüber auch gar nicht in der Form unterhalten. Worüber wir uns unterhalten müssen, ist, dass selbst in den schrumpfendsten Regionen immer noch Bauland ausgewiesen wird für Einfamilienhäuser, die nicht mal mehr die Hälfte dessen wert sind, wenn sie von den Familien frisch bezogen werden. Das muss einfach klar sein, dass dieser Marktwert, dass das keine Altersvorsorge mehr ist, sondern dass sich diese Interessenten wirklich eher darüber Gedanken machen sollen, ob sie nicht tatsächlich ein Bauwerk, was dort ist, im Prinzip aneignen und das wieder ein bisschen aufpäppeln, anstatt dass sie da wirklich eben irgendwo in der Pampa dann ihr Einfamilienhaus haben, was in 20, 25, 30 Jahren dann wirklich nichts mehr wert ist. Das sind Sachen, über die gesprochen werden müssen. Und da haben Sie dann natürlich vor Ort in den Regionen unglaublich viele Diskussionen schon. Weil dann heißt es ja, aber dann können wir ja gar nicht mehr wachsen. Und dann werden wir auf jeden Fall, irgendwann wird es uns dann nicht mehr geben. Also diese Einsicht darüber, dass man nicht über Bauland jetzt Neuausschreibung permanent etwas Neues generieren muss, sondern dass man tatsächlich, dass der Umbau die Zukunft sein kann, also des Bestandes, dass man dafür clevere Lösungen finden müsste, das ist noch nicht so richtig angekommen, weil viele von diesen Einfamilienhaussiedlungen, die machen genau aus einem Dorf das, was es eigentlich nie war, eine Schlafstätte. Ne? Also die pendeln alle in andere Städte zum Arbeiten und schlafen da eigentlich nur. Und das Dorf ist aber auch immer Arbeitsort gewesen. Und die ich kenne, die dann tatsächlich bewusst in die Dörfer ziehen, auch in Bestand ziehen, das sind diejenigen, die auch die Arbeit mitbringen, die dort nämlich sich selbstständig machen und dort eigene Existenzen versuchen aufzubauen. Und darüber muss gesprochen werden. Das ist etwas, was ich viel, viel, viel nachhaltiger finde, als jetzt über diese Thematik, ob wir absiedeln oder weiter fördern. Also das ist, wir haben es mit einer, wie alt ist unsere Siedlungskultur? Über 1000 Jahre ist unsere Siedlungskultur. Selbst wenn 50% in den Städten leben, heißt das immer noch, dass 50% im ländlichen Raum leben. Also die Frage ist, wie wollen wir alle in Zukunft leben? Was soll unser Raum sein? Also ich finde es ja ein Horrorszenario, wenn ich mir vorstelle, dass wir alle jetzt irgendwie in die Städte ziehen sollen. Also das Platz, der hier, es geht ja gar nicht. Also worüber unterhalten wir uns hier eigentlich? Der Trend ist ja schon klar. Der Trend ist ja schon so, dass wenn wir uns die Wanderungssalden jetzt bei den Bildungswanderern angucken oder bei den Berufswanderern, dann kennen die ja fast nur eine Richtung. Also wir sehen da sehr hohe positive Salden in 5, 6 großen Städten im Osten, während wir den ländlichen Raum doch weit im Minusbereich sehen. Und wir haben nicht mehr diese Gegenbewegung. Also während früher die Familienwanderer, also die dann so 30 oder 50 waren, also zwischen 30 und 50, die Gruppe war, die so die Suburbanisierer waren, die es dann wieder rausgezogen hat aus den Städten ins Land, dann erleben wir, dass diese Tendenz doch sehr stark abgenommen hat. Und deswegen denke ich schon, dass trotz aller guter Beispiele, die es gibt, zeigt sich, dass unterm Strich doch für den ländlichen oder für viele Regionen ein Minus bleibt. Dass sie halt auch bei bestimmten Altersgruppen. Weil das Bewusstsein, das noch nicht dafür da ist, Angebote und Qualitäten vor allen Dingen zu schaffen.
Sehen Sie, wenn Sie eine junge Familie sind und Sie suchen einen bestimmten Wohnraum, vielleicht nicht gleich was zum Kaufen, aber zum Mieten. Sie haben eine gute Arbeitsstelle, im Zweifel beide Partner haben eine gute Arbeitsstelle in einer kleinen und einer Mittelstadt und Sie suchen jetzt wirklich ein gutes Wohnraumangebot. Dann werden Sie in den meisten kleinen und Mittelstädten nicht wirklich fündig, sondern gute, interessante Wohnangebote haben Sie dann wieder in den größeren Städten. Viele ziehen hin, also viele arbeiten, also wenn Sie sich Bewegungen mittlerweile angucken, Pendlerbewegungen, dann ist das nicht nur in die Stadt zum Arbeiten, sondern auch aus der Großstadt raus in die Kleinstädte zum Arbeiten. Aber dann will da keiner wohnen in den Kleinen, sondern es wohnen dann alle in den größeren Städten. Und das hängt auch ganz oft mit den Qualitäten zusammen, die dort geboten werden. Wenn ich das Angebot da nicht habe, interessanten Wohn- und Lebensraum zu bekommen, dann suche ich mir den woanders. Weil wir heute in der Lage sind, so mobil unterwegs zu sein, auch selbst natürlich mit unserer Arbeit mobil unterwegs zu sein, dass ich die Digitalisierung jetzt nicht unbedingt als Chance für den ländlichen Raum nur werten würde, sondern eigentlich auch als durchaus Mitgrund dieser ganzen Bewegung. Also es gibt immer mehrere Seiten. Da Qualität zu schaffen, dann glaube ich da auch ganz fest dran, dass es auch wieder Interessenten geben wird, die in diesen Räumen dann auch wirklich hinziehen und dort leben werden. Es gibt eben in unterschiedlichen Regionen Deutschlands unterschiedliche Qualitäten, die man dann erfüllen kann und dafür auch staatliche Mittel einzusetzen, dass man verschiedenartige Qualitäten zum Leben schafft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und eben auch darüber zu reden, so dass es dann auch attraktiv sein kann, in einer Kleinstadt zu studieren, in Eberswalde zu studieren. Das ist nämlich ganz interessant, dass eben, wenn Studierende bundesweit sagen, sie wollen an so einer kleinen Hochschule wie in Eberswalde studieren, dass sie sagen, gut, dann wohnen wir erstmal in Berlin und pendeln dann nach Eberswalde raus. Kann man alles gut machen, das ist also noch suburbaner Raum. Und dann merken sie aber, jeden Tag da raus zu pendeln, um dann vielleicht ein- oder zweimal die Woche oder vielleicht dann im Studentenalter noch dreimal die Woche, aber als Familie dann bestimmt nicht mehr dreimal die Woche, dann was zu unternehmen, am kulturellen Leben teilzunehmen, dann ist es einfacher, auch in Eberswalde zu wohnen und dann für meine Freizeitaktivitäten in die Stadt zu pendeln, als umgekehrt dann jeden Tag das Pendeln auf mich zu nehmen und dann gar nicht an dem großen Angebot in Städten teilhaben zu können, weil man so beschäftigt ist mit Alltag. Und das finde ich einen sehr guten Ansatzpunkt, andere Qualitäten deutlich zu machen, auch die Diskussion darüber, was sind gute Lebensverhältnisse, immer wieder auch neu anfachen zu können. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Aber darüber müssen Sie vor Ort mit den Akteuren eben auch sprechen, ne? Also was ist Qualität? Wo kann man Heterogenität herstellen? Das ist ein ganz entscheidender Moment. Also ich bin zum Beispiel so ein Beispiel, wie Sie gerade erzählt haben, ich lebe eigentlich in Leipzig. Aber eigentlich ist mein Lebensraum irgendwie so eine Transitzone, weil ich die ganze Zeit unterwegs bin. Ich arbeite überall, nur nicht in Leipzig. Also aber ich lebe in dieser Stadt, weil sie mir etwas bietet und natürlich mittlerweile auch ein soziales Netzwerk bietet, was ich natürlich dann nicht verlassen möchte. Mhm. Und interessant sind ja gar nicht die Studenten, sondern es sind ja die im Prinzip die Abschließenden, also die Fertigen, die dann das erste Mal überlegen, ja, wo gehe ich denn jetzt hin zum Arbeiten? Und da ist dann, wenn ich ein Angebot in einer 500.000 Einwohnerstadt habe und ein Angebot in einer 50.000 Einwohnerstadt, dann gehen die meisten erstmal in die 500.000 Einwohnerstadt. Auch weil da ist man jung, viele sind Singles, die Kontaktbörse ist größer. Also sind ganz normale Bedürfnisse, die da sind. Aber irgendwann dann, vielleicht dann auch mal mit Mitte, Ende 30, Anfang 40, fängt man dann doch an zu überlegen, bleibt man jetzt hier oder geht man bewusst, fängt man irgendwo etwas an, wirklich zu investieren. Und das ist die interessante Altersgruppe, die dann aufmerksam gemacht werden muss auf Qualität eben auch. Dann in Anna. Ich bin ja eine Zeit lang von Leipzig nach Dessau in die Stiftung Baus Dessau gefahren mit dem Zug. Da ist die Hälfte des Zuges in Wolfen ausgestiegen. Sie ist deswegen da ausgestiegen, weil da gab es einen Solar- oder gibt es immer noch einen Solarproduzenten. Die meisten kamen aus Leipzig und haben dort gearbeitet. Also ist man einfach eine halbe Stunde mit dem Zug gefahren. Aber da wohnen? Warum ist das so? Also wir können ja gerne darüber diskutieren, dass das Leben auf dem Land viele Vorteile hat und irgendwie höre ich gerade raus, den Leuten sei das nicht so wirklich bewusst und sie ziehen dann trotzdem wieder besser, also obwohl es einfach vernünftig wäre, vielleicht woanders zu wohnen, trotzdem nach Leipzig und nach Berlin. Braucht das Land ein
einen Imagewechsel? Braucht es irgendwie jemanden oder eine Initiative, die darauf aufmerksam macht, dass es auch ganz nett sein kann, da zu leben? Oder ist das etwas, was vielleicht in unserer Gesellschaft von alleine heranreifen wird, dass diese Vorteile auch wieder in den Vordergrund rücken? Also wenn ich jetzt nochmal, Sie hatten ja vorhin die Frage gestellt, was machen wir denn mit denen, die in diesen Räumen, wo die Daseinsvorsorge ständig abnimmt, die da leben, die, für die sich die Lebensbedingungen sicher auch verschlechtern, egal wie man das jetzt dreht. Da haben Sie gefragt, was machen wir mit denen? Da haben Sie von uns keine richtig gute, befriedigende Antwort gekriegt. Also ich habe auch keine dazu. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der da in diese Diskussion mit reinspielt. Also das kriegen natürlich auch die Menschen mit. Und wenn sie sich überlegen, wie ist es im ländlichen Raum, dann haben sie natürlich auch solche Bilder vor Augen, dass da eben die Infrastruktur und die Daseinsvorsorge nicht gut funktioniert. Und da kann man natürlich sagen, wir müssen das alles ein bisschen anders beleuchten nochmal und so. Aber das sind natürlich auch ganz harte Fakten, nicht? Die man jetzt nicht einfach auch mit harten Maßnahmen verändern kann. Das ist, glaube ich, schon deutlich geworden. Aber sie bleiben natürlich schon auch da und es wird dagegen kann man natürlich auch nicht so einfach gegen anreden. So, nicht? Also das sehen die Menschen und das wird weiterhin sehr schwierig sein. Und es ist dann eben wieder die Frage, was ist der politische Wille? Wie weit wollen wir dann doch solche Regionen stützen und kann man den Leuten, die entscheiden, wo möchte ich leben, wie möchte ich leben, auch ein Signal geben, dass es im ländlichen Raum, dass es mehr gibt als das eigene Stück Land, auf dem man im schlimmsten Fall immer noch seine Kartoffeln anbauen kann. Ja? Das würde ich auch sagen, ist nicht ausreichend, um attraktiv für ländliche Räume zu werden. Wir haben viel darüber diskutiert, auch über die Unterschiedlichkeit der Dörfer, dass alles nicht gleich ist, an welchen Faktoren es hängen mag, dass manche auch Kleinstädte, Mittelstädte sich doch stabil entwickeln können, vielleicht sogar prosperieren, warum es an anderen Regionen nicht funktioniert und sind natürlich dann an den schwierigen Punkt gekommen, was macht man mit den Regionen, die sich nicht beleben lassen, wo einfach auch das Potenzial fehlt, durch Eigenengagement vielleicht Sachen selbst in die Hand zu nehmen und dass wir natürlich hier die Frage ein Stück weit offen lassen, wie sollte die Politik darauf reagieren, wie kann sie darauf reagieren? Also die Frage würde ich nicht gerne offen lassen, wie Politik darauf reagieren kann. Also das, da wäre ich jetzt ein bisschen enttäuscht von der Diskussion. Also ich glaube schon, dass gerade bis 2020 ganz entscheidende politische Möglichkeiten in der Hand gegeben werden. Nämlich wir werden über den Solidaritätspakt neu entscheiden, wir werden über den Länderfinanzausgleich neu entscheiden. Und das sind Mittel, die die Politik sehr, sehr wohl umsteuern kann. Und es gibt natürlich Modellrechnungen, die sagen, wir könnten das anders rechnen. Da kommt es auf politische Verhältnisse an, also wie das gestaltet wird. Und da kann natürlich auch Kommunen mehr Handlungsspielräume verschafft werden. Und da müssen wir nicht vielleicht den Solidaritätspakt Ost, sondern wie können wir Peripherie auch neu definieren. Das kann dann auch eben in Duisburg stattfinden. Also ich glaube, wir haben da ganz große politische Handhaben. Natürlich gibt es auch andere Mittel. Man kann auch rechtlich über eine neue Gemeinschaftsaufgabe regionale Daseinsvorsorge nachdenken. Das ist möglich. Und was ich jetzt augenblicklich sehe, das ist alles so halbherziges Gefrickel. Da drehen wir hier ein bisschen an der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur. Und da machen wir hier ein bisschen die GAK in Richtung ländlicher Räume. Und dann haben wir ja was getan. Also das ist so natürlich nicht. Es gibt sehr, sehr viele politische Möglichkeiten, etwas zu tun. Und wir haben das angerissen. Wie können wir Menschen Handlungsspielräume vor Ort geben? Könnten wir einerseits darüber sprechen, wie können wir Kommunen wieder finanziell in die Lage versetzen, dass sie überhaupt irgendetwas tun und das nicht nur mangelverwaltet wird. Und dann können wir selbstverständlich mehr tun, als nur das Standardöffnungsgesetz immer wieder zu bemühen, wo dann es darum geht, wie weit ist der Mülleimer, darf der Mülleimer von der Parkbank entfernt sein? Weil wenn ich mir die Sachen anschaue, dann ist natürlich klar, da gibt es rechtliche Verregelungen, die so stark sind, dass sie natürlich jedes Engagement ersticken. Also da sind wir bei weitem noch nicht am Ende dem, was politisch möglich ist.
Gibt es noch was dazu? Bin ich auch, ich muss Ihnen immer folgen. Aber beiden, wir liegen da überhaupt nicht weit auseinander. Es sind nur immer von einer anderen Ecke geguckt. Was auch ganz entscheidend ist, ist jetzt zum Beispiel die ganze erneuerbare Energieentwicklung. Also das ist eine große Chance für Gemeinden, für Kommunen, aber auch für die Bürger vor Ort, tatsächlich eigentlich wieder Geld zu verdienen. Also an dieser Entwicklung ernsthaft teilzuhaben. Und genau das ist die Aufgabe vor allen Dingen der großen Politik. Und das hat sie mit der neuen Gesetzeswelle von 2014, mit dem Erneuerbare-Energie-Gesetz ja eben nicht gemacht, wirklich diese dezentrale Entwicklung zu fördern. Und zwar so, dass eben Kommunen, Gemeinden, Bürger über Energiegenossenschaften und ich weiß nicht, was es alles für Modelle gibt, wirklich wieder Teilhabe zu generieren. Da wird nämlich wirklich auch Geld wieder in die Haushaltskassen geschwemmt. Das bindet Menschen an einen Raum, weil sie dort mit investieren. Also sie werden, die identifizieren sich damit. Dann gibt's auch nicht diese Debatten darüber, ob wir eine Verspargelung in der Landschaft haben, sondern da geht's wirklich darum, ist das mein Windrad oder ist das Windrad von irgendwem anders? Und das sind wirklich politische Stellschrauben, die aber so im Grunde genommen eigentlich gerade eher in eine sehr zentralere Richtung gedreht werden, also gar nicht eben die dezentrale Unterstützung. Nur als ein Beispiel. Und da würde ich doch gerne auch noch am Ende etwas Positives sagen. Und das deckt sich genau mit dem, was meine beiden Mitdiskutanten gesagt haben. Aus den Erfahrungen mit meinen Gemeindestudien zeigt sich immer wieder, eine Gemeinde hat dann eine Chance, wenn sie in der Lage ist, eine Vision zu entwickeln für sich selbst. Und das ist ganz egal, ob es nur 200 sind oder ob es 50.000 sind. Und es ist auch erstmal nach meiner Erfahrung egal, was diese Vision ist. Das kann Tonnen abschlagen in Mecklenburg-Vorpommern sein. Da geht es nur um ein Fest. Und auf der anderen Seite kann es eine Energiegenossenschaft sein. Es kann ein Kunstprojekt sein. Aber es braucht einen Prozess, mit dem diese Vision angestoßen wird. Und sie muss zukunftsoffen sein. Also die Gemeinde, und das zeigt mir alle Erfahrungen über 15 Jahre lang, Gemeinden und Menschen sind in der Lage, für sich eine Vision zu entwickeln. Das schaffen sie oft nicht aus eigener Kraft. Aber wenn sie gut moderiert sind und einen spannenden Punkt, wie gesagt, es kann ein Kunstprojekt sein, was einen Initiationsritus dazu gibt, und sagen, jetzt fangen wir mal an, über unsere Zukunft nachzudenken. Und dann klappt es in der Regel. Es wird nicht für alle Gemeinden so gelten, aber eine Vision zu entwickeln von dem, was sie selber sein wollen, ist ein unheimlich guter Ansatzpunkt, um tatsächlich auch etwas zu gestalten und auch unter Schrumpfungsbedingungen zu gestalten. Die Schrumpfung ist gestaltbar. Ja, dann haben wir jetzt doch noch ein sehr positives Ende gefunden und auch die Frage noch mit beantworten können. Ich bedanke mich für die doch sehr spannende und lebhafte Diskussion zu dem Thema und denke, dass man sich hin und wieder da vielleicht in einiger Zeit dann darüber diskutieren kann, ob die Politik das zum Stück weit aufgegriffen hat, vielleicht mehr Freiräume auch schafft, dass lokale Wertschöpfung vielleicht im Rahmen der Energiewende ermöglicht wird, dass die Gemeinde wieder auch finanzielle Spielräume bekommt, mehr Autonomie bekommt, auch Sachen durchzubringen, die vielleicht den Leuten vor Ort am Herzen liegen, die am Bedarf vor Ort orientiert sind und dass vielleicht nicht unbedingt demografisch, aber zumindest aus Sicht der Lebensqualität, da eine Trendwende geschaffen werden kann und dass man zu der Abwärtsspirale ein Stück weit sich entziehen kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön.